Ja, und da sind wir wieder bei Let's Play Force of Nature. Und wir haben uns einen Kutschel gebaut. So einen Karrenüppel. Den werden wir jetzt noch ein bisschen pimpen, indem wir da Klauen und Zähne dran bauen. 15 Stück. Der macht dann ein bisschen mehr Damage. Wir haben mit dem Apparillo dann eine gleiche Angriffsgeschwindigkeit wie mit unserem Stone Mace. Wir können aber, glaube ich, damit blocken, so wie ich das verstanden habe. Was auch nicht verkehrt wäre. So, dann nehmen wir noch mal ein bisschen Wasser. Dann könnten wir mal gucken, ob wir uns irgendwas Feines zu essen zaubern können. Können wir denn hier alles anbauen? In die Mitte. Plant. Lettuce bringt uns nichts. Weizen können wir uns anbauen, dann können wir dann Brot machen, da brauchen wir aber Eier und den ganzen Krempel für. Wir bauen uns erstmal Erdbeeren an. Weil man die so bauen, so essen kann. Auf die Faust. Wiederholen wir das Ganze hier einfach mal so ein bisschen und hoffen, dass wir da genug Krempel zusammenkriegen. Ich müsste mal gucken. Ja, ich kann halt nicht. Ich müsste eigentlich viel mehr Kisten bauen und mit relativ leerem Inventar irgendwie kämpfen gehen. Das Problem ist, für Kisten zu bauen brauche ich erstmal ein weiteres Haus. Und für ein weiteres Haus müssen wir erstmal viel mehr Materialien sammeln. So, Spotted Cutchel. Den nehmen wir jetzt und ersetzen damit unseren Steinknüppel. Okay. Ja, und wir können halt damit rumlaufen und so. Kohle ist fertig, die lasse ich einfach mal da drin, weil da wird es auch nicht schlecht. Ja. Wir brauchen eigentlich richtig viel zu essen. Haben wir noch Fleisch? Wir haben kein Fleisch. Jede Menge Goldmünzen. Kann man sich einen Panzer craften? Da ist hier die Tür zu, die habe ich offen gelassen. Kiste, was ist denn hier noch Tolles drin? Wo wir hier die Sachen reintun. Fangs und Claws und Federn. Das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Man müsste mit Shift-Klick halt die Sachen da ins Inventar werfen können. Die Waffen lasse ich im Inventar, da ist es nicht schlimm, wenn wir die verlieren. Violet. Ja, jede Menge Stein haben wir. Kupfererz, Zinnerz. Ja, wir haben sehr viele Sachen verloren bei den Kämpfen. Bin ich ein bisschen schäbig. So, jetzt machen wir. Genau, ich klopp einmal mit der Keule da drauf und hoffe, dass da irgendwas wächst. Das wird wohl nicht der Fall sein. Nehmen wir uns wenigstens schon mal 16 Erdbeeren mit, dann haben wir ein bisschen was wenigstens. Also es ist jetzt gerade so ein Punkt, wo es knackig schwer ist. Ich find's an sich nicht schlecht. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es frustrierend wäre. Wir sind jetzt zweimal gestorben. Was halt ein bisschen blöd ist, ist, dass man da immer wieder hinlaufen muss und dass die ganzen Monster dann nachspawnen. Ja. Ist halt so. 20 Wasser haben wir noch. Das heißt, wir können dann, wenn das hier fertig ist, noch eine Ladung Erdbeeren anpflanzen. Die nehmen wir aber dann nicht mit. Ja. Pfeile könnten wir uns ein paar machen. Dann nehme ich mir nochmal die Federn. Splinter haben wir noch. Sagenhafte 3 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube aber, wir können uns die aus Steinen herstellen. Und wir haben auch nur 2 Federn. Bringt uns das auch nichts. Ja, dann lassen wir das mit den Pfeilen. Wir sind halt relativ ungeschützt, ne? Wir haben unser Büchschen an, was uns nichts bringt. Was ein Loch im Hintern hat.
Und ja. Haben jetzt einen etwas besseren Knüppel, um uns zur Wehr zu setzen. Vielleicht können wir damit ja was reißen. Aber ich wage es erstmal noch zu bezweifeln. Jetzt kommen hier direkt 1000 Gegner angelaufen, ist klar. Ich glaube, ich kann mich gleich erstmal schlafen legen, wenn der Kampf hier vorbei ist. Ja, das habe ich mir nämlich gerade so gedacht. Gut, wir haben jetzt nicht so viel Leben verloren, deswegen laufen wir einfach weiter. Ah, das tun wir. So. Dann machen wir uns mal auf und hoffen, dass wir ein bisschen besser jetzt klarkommen. Die Waffe macht halt jetzt nur 2 Schaden mehr als die andere. Das ist halt so ein bisschen. Hallo. Bing. Kann ich irgendwie ausweichen oder so? Kann ich vielleicht mal in die Settings gucken, ob es da eine Taste für gibt, um auszuweichen. Weil das werde ich zwischen den Folgen machen, weil ja, im Menü rumflitschen ist ein bisschen doof. Caps, Coffee. Also der erste Anlauf war eigentlich nicht schlecht. Ich hoffe einfach mal, dass die Gegner jetzt nicht so gedrungen da stehen, wie sie es beim letzten Mal gemacht haben. Noch ein paar Pilze mit, dann könnte ich die vielleicht direkt mal essen. So. So, wie war das noch? Dann müssen wir gucken, dass wir da wieder irgendwie hinkommen. Das ist wieder so ein Fuchs. Die machen auch relativ viel Schaden, wenn wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht passt die Schlagabfolge ja jetzt, dass ich. Ja, den kriege ich kaputt. Ist gut. Dann essen wir nochmal einen Pilz. Ich mache mal gerade auf die 2, dann kann ich den anderen auch direkt essen. So. Grunz, Grunz. Einchen. Okay, also seitwärts laufen bringt schon mal nichts. Ich hätte gedacht, dass ich dann vielleicht dem einen oder anderen Treffer ausweichen kann, aber dem ist wohl nicht so. Oh Mann. Erstmal den Goblin tot. Jetzt brauche ich 3 Schläge für den, das ist auch unglaublich. Und der rennt wieder weg. Strawberry, die nehmen wir mal mit. Jetzt muss ich hier mal in meinem Inventar ein bisschen umdekorieren. Wir haben 52 Erdbeeren. Nach und nach schön futtern. Das ist schon ein Level 2 Goblin. Die Erdbeeren gerne schneller essen. Na, der Fuchs, da traue ich mich jetzt gerade noch nicht. Ja, das war mir so klar. Bräuchten einen stärkeren Bogen. Oh. Sich leider in der Wegfindung festgepackt. Okay, schade. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob das hier komplett anders aussieht als
das, wo wir in der letzten Folge rumgelaufen sind. Meine ich das nur oder ist das tatsächlich so? Das ist auf jeden Fall die Richtung, wo wir hin müssen, ne? Hoffen, dass jetzt hier kein Bär aus dem Gebüsch springt. Da ist ein Wildschwein. Na komm. Wo ist denn hier eine Construction Under Attack? Ah, das ist bestimmt das Lagerfeuer, was wir in der letzten Runde gebaut haben. So, 7. Jetzt nehme ich mal diesen Busch hier weg. Ich hoffe, dass das Schwein jetzt da durchkommt. Wo ist der Schwein? Wow, Bär! Stirb, Bär, stirb! Das ging gut. Da ist das Schwein. Schön immer Erdbeeren essen. Und gucken, dass wir nicht mit zu niedrigen Lebenspunkten in den Kampf reingehen. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Also ich habe das Gefühl, dass wir mit der neuen Keule ein bisschen besser klarkommen als zuvor. Jetzt werde ich hier mal ein paar Pilze essen. Statt der Erdbeeren, weil das damit glaube ich ein bisschen schneller geht. So. Es ist halt ein bisschen mühsam hier mit diesen kleinen Häppchen. Ich denke mal, wenn wir dann irgendwann mal Level 7 sind, das heißt, wenn wir die Mission hier irgendwann abgeschlossen haben, in den nächsten 438 Folgen, dann können wir auf jeden Fall andere Sachen noch kochen. Okay, ne, hier war unser Lagerfeuer. Wir müssen in die Richtung. Okay, da kommt der Bär und ein Goblin. Das sollte zu schaffen sein. Jetzt gibt der eins auf die Nase. Jetzt hau ich erstmal den Goblin nieder. Und hoffe, dass ich jetzt den Bär klein kriege. Oh, der wird mich klein kriegen, oder? Oh, das gibt's nicht. Leute. Wie schlecht. Ist das ärgerlich. Oh Mann. Puh. Okay, neuer Versuch. Nützt nichts. Ich beiß mich jetzt hier dran fest. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das geht überhaupt nicht. Wir haben wenigstens unsere Erdbeeren nicht verloren. Mal Giftpilze mitgenommen. Vielleicht kann ich die ja die Bären hinlegen, dass sie die frisst oder so. Ich glaub's nicht. So. Jetzt kriege ich Zorn. Oh, da ist hinten ein Fuchs. Der kann mir gestohlen bleiben. So. Stirb. Okay.
Hasenfuchs, Mensch. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich es anders machen sollte, als so, wie ich es jetzt mache. Also klar, ich könnte mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Kampf 1000 Brote machen, die essen. Oder halt gucken, dass ich hier Fleisch gefarmt krieg. Das wäre so die letzte Variante, dass ich hier halt erstmal stundenlang auf die Jagd gehe. Fuchsi, komm. Den Loot nehme ich mir mit. Den habe ich mir redlich verdient. Ja, das wäre halt noch so die einzige Möglichkeit, dass ich mir halt wirklich hier Fleischvorräte anlege und dann auf die Schiene gucke, dass ich zumindest mehr Krempel zum Regenerieren habe. Die Bären hauen halt rein, ne? Eine Sache, wo ich mir denke, okay. So. Hier bin ich das letzte Mal auch hergelaufen. Das ist eine Ziege. Medizin für Ziege. Ach Leute. Kommen die dann jetzt im Rudel zurück? Wie viel Fleisch habe ich? 3. Es lohnt sich nicht, für 3 Fleisch hier in Dingens aufzumachen. Wo ist der Fuchs? Ich höre den doch. Ja. Ah, das ist schon wieder ein Schwein. Die Wegfindung funktioniert nicht so gut. Ja, warum kommt ihr denn nicht? So. War jetzt schon mal wesentlich angenehmer, als wenn ich gegen alle hätte gleichzeitig kämpfen müssen. Der ist auch down. Da ist noch das Schwein. Okay, das kriegen wir auch kaputt. Da ist noch ein Schwein. Ihr Schweine. Gut, und das haben wir wenigstens kaputt bekommen. Gut, ich baue mir jetzt hier ein Lagerfeuer hin und ja, sorge dafür, dass ich ein bisschen Fleisch braten kann. Was ist mit dir? Mach das einfach ab, das Kaninchen. Okay, wir können zumindest 4 Stück herstellen und das machen wir auch so dann. Dass wir uns mit Äpfeln jetzt erstmal wieder mehr oder weniger hochheilen. Beziehungsweise mit Erdbeeren. Die haben wir schon wieder fast verbraucht. Das ist heftig. Nehmen wir hier. Ne, die tue ich dann gleich in die Leiste, weil die sind ein bisschen besser noch. So. Versuche ich mir den Weg frei zu machen bis zu dem Punkt, wo das letzte Mal mal wieder gestorben sind. Wenn wir ein bisschen schneller laufen könnten, also wenn wir die Möglichkeit hätten, vor den Gegnern zu fliehen, dann wäre das auch schon mal viel wert. So, und da kommen 2 Goblins, die kriege ich. 1 und
Zahl. Und wenn der jetzt Verstärkung holt, ne? Flipp ich aus. Einer ist schon mal tot und wir haben noch Lebenspunkte übrig. Da kommt das Schwein, das ist auch gut. Ein bisschen Abstand gewinnen. Ach, Mann. Dieses Spiel, ne? Pünktlich dazu wird es dann jetzt auch dunkel. Wir haben wieder volles Leben. Schön. Da sind zwei Bären. Wie soll das denn gehen? Einen davon gepult bekäme. Ah, das sind wieder zwei. Wunderbar. Ich muss weg. Ich muss weg. Verlieren auch die Akku nicht. Was soll denn das? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Gott. Und das ist der nächste Bär. Ich möchte gerne weiterleben. Ich krieg die nicht abgeschüttelt. Ich kann die komplette Kack-Map pullen. Und krieg die nicht abgeschüttelt. Wie soll das gehen, bitte? Ich meine, wenn an diesem... Ich hab ja hier diese Quest. So. Diese Quest sagt, dass ich genau zu diesem Punkt muss und hier dieses Ding sammeln muss. So. Wenn es ja jetzt so wäre, dass ich wenigstens mal eine vernünftige Waffe hätte oder dass nicht 1000 Viecher um diesen Felsen drumherum stehen, wo ich hin muss, oder man irgendwie die Möglichkeit hätte, irgendwas zu machen, dass die nicht alle gleichzeitig angelaufen kommen und auf einen einprügeln, dann wäre das schon fein. Also das würde mir schon sehr gut gefallen, wenn man da irgendwie eine Chance hätte. Ich gucke jetzt mal in die Kiste rein. Wir machen jetzt erstmal die andere Quest. Und versuchen unser Glück dann später nochmal. Jetzt erstmal diese ganzen Klauen in Asche verwandeln. So, Ash. Wir brauchen einen Mörser. Den holen wir uns mal aus dem Cooking Table raus. Gib mir den Mörser. So, und dann nehmen wir den Screwdriver mal kurz daraus. Dann machen wir uns jetzt aber zurück. Brauchen wir, glaube ich, viel von. Ich mache mal 12 Stück. Ich glaube, 15 brauchen wir insgesamt. Ganz kurzer Blick auf die Zeit. Ja. Gut. Was ich jetzt machen werde. Wir machen erstmal die andere Quest. Gucken, ob wir mit diesem Portal vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwas Cooles zu machen, was uns bei dieser anderen Quest helfen könnte. Ja.
Und dann würde ich gerne auf die Jagd gehen und ein bisschen Fleisch sammeln. Wir haben jetzt ein Fleisch. Das ist ein bisschen mager. Dass wir ein bisschen Fleisch auf Vorrat haben und uns vielleicht damit am Leben halten können. Gegen zwei Bären gleichzeitig wird uns das nicht helfen, aber vielleicht haben wir das Glück, dass wir mal nur gegen einen kämpfen dürfen. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich in der nächsten Folge erstmal kein Gemetzel geben, wo ich dann andauernd im Dreck liege, sondern erstmal wieder so ein bisschen Survival-Kram. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, ich bin auf jeden Fall hier. Ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.